Ich bin jetzt hier auf dem Großvaterstuhl, 780 Meter über dem Meer und oberhalb von Triberg, oberhalb von Gremmelsbach, also in einer wunderbaren malerischen Landschaft. Und es sind zwei Familien da mit jeweils zwei Kindern. Mit denen haben wir schon gut unterhalten. Die kommen natürlich nicht mit aufs Video. Und die haben auch gesagt, dass das hier ein wunderbarer Platz ist. Hier oben auf dem Großvaterstuhl. Ne? Die Gegend ist wirklich hervorragend. Das Wetter macht auch mit. Und wir schreiben heute schon wieder Donnerstag, den 19. Juli 2019. Nein, der 18. schreiben wir heute.
bin hier auf dem Rückweg vom Großvaterstuhl in Richtung 3 und 4 Bahnenblick. Dieser Weg ist natürlich abwärts schön angenehm zu begehen. Es macht richtig Spaß hier. Und links und rechts die schönen Tannen hier im schönen Schwarzwald. Wunderbar ist es hier. Und überall die schönen Blaubeersträucher, wunderbar, und dieses Jahr gibt es auch mehr davon. Und jetzt tun wir noch mal einen schönen dichten Wald filmen. Ja, mal schauen, ob ich das mit der Video mache, aber ich glaube kaum. Da interessiert sich ja keiner dafür. Wahrscheinlich. So, hier gehe ich jetzt in die linke Abzweigung weiter zum 3-Bahnenblick und zum Feisesberg. Mal schauen, wie man das da ranhole, da, das Hinweisschild. Jawohl, kann man lesen. Okay. So, ich bin am 3-Bahnenblick angekommen und ich habe jetzt auch eine Rast verdient. Ich fühle mich nochmal hier, wo ich herkam. Es war ein ganz schöner Spaziergang.
Und da steht mein Auto. Dann habe ich den Wohnmobil geparkt. Hier ist der Zweibahnenblick. Machen wir ein bisschen ran. Leider kommt wieder mal kein Zug. Ja. PGH. Pech gehabt. Aber jetzt. Jawohl, jetzt haben wir mal ein bisschen was drauf bekommen. Jetzt wird er gerade voll. Jetzt kommt er hier leer raus. Muss ich sehen, habe ich genug von der Schwarzwaldbahn und vom Großvaterstuhl. Das reicht mit dem Laufen. Das Wetter war schön, aber leider war ich wieder mal alleine unterwegs, wie immer. Keine Kinder gehen mit, du nichts.